So, einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Guten Morgen DAX Index Webinar von Admiral Markets. Wir können auch ruhig loslegen. Alle sind da. Das freut mich. Erstmal Risikohinweis. Der Riesen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Übrigens, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Roman Krutjanski. Doch das Wichtigste und das Interessanteste kommt heute, wie auch immer, in der Reihe von Heiko Behren. Heiko, guten Morgen. Du, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Schönen guten Morgen. Und zwar hatte ich von gestern noch ein anderes Webinar laufen, oder das war noch das Go-to-Webinar an, irgendwie. Und deswegen wollte er nicht, dass ich mich da bei euch einlogge. Aber gut, ich bin ja jetzt rechtzeitig da und direkt rüber auf meinem Bildschirm. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier nochmal ganz kurz der Rückblick aus dem YouTube-Video vom Montag. Und ja, Szenarien sind soweit eigentlich ganz gut aufgegangen. Zumindest mein Szenario, was ich bevorzugt hatte, dieses zweite Szenario, der Markt sollte sich kurz auskotzen, dann erholen und Option auf weiter steigende Kurse. Das war eigentlich so mein Hauptszenario gewesen. Erholung denn, ja, Erholung denn bisschen weiter nach oben. Was dann aber kam, war dann doch nochmal, dass der Markt eher in Range gegangen ist, um die 10.380, das 10.350, das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Aber auch hier konnte ich von der Erholung in meinem Premium-Service super partizipieren davon. Das heißt, auch wer da Interesse hat, vielleicht im kurzfristigen Bereich da mit mir zu traden, der kann das natürlich in meinem Premium-Service gerne tun oder zumindest auch die Setups lernen, die ich dort Schule, um dann genau auch an solchen Tagen auch gut Gewinne zu machen. Ansonsten YouTube-Channel entweder von Admiral Markets oder ich habe in meinem Channel bei YouTube jetzt auch die Videos stelle ich immer mit rein und gab auch schon klasse Feedback. Also von daher, wir freuen uns über jeden Daumen nach oben. Also das heißt, wenn die Videos online sind, schaut euch die an. Wie gesagt, Admiral Markets als solches hat da noch eine ganze Menge mehr an Videos zu bieten, auch von anderen Tradern. Und gerne immer mal angeschaut. Also auch hier der YouTube-Channel, ich kopiere ihn mal ganz kurz hier rein. Und in der So. Zeit ganz kurz noch eine Meldung, sehr geehrte Damen und Herren, ab und zu kommt es im Webinar, dass der Ton plötzlich weg ist. Also das gilt natürlich für diejenigen, die mich jetzt hören. Da gab es eine Meldung vom Teilnehmer, dass es nicht der Fall ist. Es ist nicht an ihn gerichtet, sondern an die, die den Ton noch haben. Sollte es passieren, bitte einfach neu einloggen und bin mir sicher, dass das Problem dann auch behoben sein wird. Jo, gut. Dann nochmal ganz, ganz kurz. Der Montag, ich wollte es nochmal ganz kurz zeigen. Also ich habe genau das getradet, was ich auch analysiert habe. Das heißt, nach dem Auskotzen habe ich sozusagen die Longseite gehandelt und konnte hier am Vormittag gleich mal von 9 bis 10 205 Euro verdienen und habe dann den Tagesgewinn entsprechend noch ausgebaut auf 350 Euro und auch gestern im Trading das Ganze auch ausgebaut auf 700 Euro. Also auch, ja, positive an der Geschichte, muss schon ein kleines bisschen Werbung machen. Ich habe jetzt 35 Handelstage in Folge im Gewinn geschafft. Also das heißt, kurzfristiges Trading kann sehr erfolgreich sein, wenn man entsprechend Erfahrung hat und das auch schon lange macht und die entsprechenden Setups hat. So, das soweit jetzt mal von der Seite. Kommen wir nun zum Ausblick. Also Rückblick war der, dass das Szenario sollte man immer mal kurz überprüfen, wie es dann aussah und wie es dann auch durchgelaufen ist, damit man einfach auch hier immer seine visuellen, ja, visuell weiter immer das voranbringt, dass man entsprechend im Sinne des Marktes denkt. Also es das heißt nicht, man sollte nicht denken, das, was ich möchte, sondern immer schauen, was macht der Markt und wie läuft der Markt. Ja. Gut, ja, was haben wir gesehen? Wir hatten am Montag nach der Seitwärtsrange dann mit den US-Börsen doch diese relativ starke Rallye gesehen. Wir haben das Gap ganz locker flockig bei 10.473 geschlossen und sind am Montag noch bis auf 10.542 gegangen. Jetzt hat man nun durchaus auch vermuten können, dass am Dienstag der Markt nun weiter nach oben zieht und dieses Motto auch bleibt, dass wir oberhalb der 10.470 in dieser alten Trading Range wieder drin rumhandeln, also zwischen 10.470 bis
10.670 oder 10.666, das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben gestern den gesamten Tag über eher konsolidiert und waren doch schwächer gewesen und haben einen Inside Day ausgebildet. So, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen ganz kurz rumrücken, denn ihr wollt ja sicherlich auch das haben. So, hier mein Ausblick für heute. Ja, begründet in USA vor allem dieser Abverkauf durch Nachlass, also durch entsprechend nachlassende Nachfrage im Öl, was dazu geführt hat, dass das Öl gestern gefallen ist. Können wir uns nachher nochmal anschauen, das Öl. Und das auf die Amis dann durchgeschlagen hat. Wir werden uns heute auch nochmal die Amis anschauen, denn die Amis sind auch an einem relativ interessanten Punkt gerade dran. Deswegen heute wichtigster Termin, 16.30 Uhr Rohöllagerbestände. Sollte hier sozusagen die Rohöllagerbestände wieder aufgebaut werden oder man sehen, dass die Rohöllagerbestände aufgebaut, also höher sind wie davor oder vielleicht höher sind wie die Erwartung, könnte es durchaus passieren, dass wir heute auch nochmal einen schwächeren Markt haben. Denn fallendes Öl tut relativ gut korrelierend auch mit fallenden US-Märkten. Also das mal für den Nachmittag schon nochmal an der ganzen, sollte man das schon mal mit im Blick haben. So, ich kopiere euch nochmal hier den das Setup oder das den ganzen Ausblick hier rein. Gut, was sehen wir auf Tagesebene? Auf Tagesebene sehen wir eine Inside Candle. Das heißt, die gestrige Tageskerze ist innerhalb der Handelsspanne vom Montag gelaufen. Heißt, Volatilität lässt nach, bedeutet, wir sind mehr in Range. Wir haben sowas auch in der Vergangenheit bereits öfters gesehen, wenn wir uns hier das mal anschauen, auch hier mehrere Tage, wo der Markt denn seitwärts gelaufen ist. Und auch darauf müssen wir heute dann aufpassen. Variante 1 ist vorwiegend, dass wir innerhalb der gestrigen Handelsspanne auch bleiben. Das heißt, die Volatilitäten gehen ein bisschen zurück. Von der Optionsseite ist kaum Störfeuer zu erwarten. Optionsseite wird erst interessant, wenn wir in Richtung 10.700 hochgehen. Die sehe ich aktuell nicht, die 10.700 bis jetzt. Und von daher ist eher für mich heute das eher ein Konsolidierungstag. Mittwoch ist allgemein trotzdem sollte der Markt an einer Range-Kante entsprechend. Heiko, ich weiß nicht, ob du mich gerade gehört hast. Genau, du warst für ein paar Minuten weg, scheinbar bei allen. Jetzt bist du wieder da, es freut uns, aber scheinbar hast du mich auch nicht gehört, als ich dir das gesagt habe. Gerade eben habe ich dich gehört, jetzt davor nicht. Okay, gut, aber scheinbar funktioniert das jetzt. Machen wir weiter. Gut, ich spreche langsam. Vielleicht liegt es auch daran. Gut, also das heißt, pendeln in der Range, wie auch hier angezeigt, also das ist mein Hauptszenario. Und an der Stelle sollten wir trotzdem darauf achten, was ist, wenn der Markt an die Range kommt von gestern, also ans Hoch von gestern kommt, kann er denn direkt durch das Tageshoch vom Montag gehen und eventuell doch die Seiten aktivieren oder auf der Unterseite direkt durchbrechen. Also das wäre ein klassisches Szenario als Ausbruch für den Ausbruch aus einer Inside-Candle-Formation. Was ich aber viel, viel lieber bevorzugen würde, ist es, einen Fehlausbruch zu sehen. Das heißt, der Markt geht kurz durch, stoppt am Tagestief vom Montag, um dann wieder in Range zu ziehen. Also ich gehe bei sowas eigentlich eher davon aus, dass wir Fehlausbrüche sowohl auf der Ober- wie auch auf der Unter-, also auf der Oberseite wie auch auf der Unterseite sehen. Also Fehlausbrüche bevorzugen. Heißt, wenn man das auch hier mal guckt, hier sehen wir ein klassisches Beispiel, was ich meine. Ja, ich tue nochmal das markieren. Das heißt, das ist die Inside-Kerze, die jetzt grau markiert ist. Der Markt bricht hier aus, schafft es nicht, das Maximum aus rauszunehmen, geht also bricht aus dem Inside aus bis vor das Maximum und kommt wieder zurück. Und das ist genau das Szenario, was ich hier auch erwarten würde. Ja, also darauf mal achten für den heutigen Inside-Day. Gehen wir runter wieder in den Stundenchart, da sieht man das Bild noch ein bisschen besser und ich habe das hier auch nochmal markiert.
Also wie gesagt, mein Szenario ist das Pendeln um 10.400 drumherum. Also den habe ich hier mal grün markiert, den 10.400er Bereich. Wir eröffnen mit einem kleinen Upgap, also das heißt gegenüber vom gestrigen Schluss eröffnen wir ein bisschen höher. Und grau markiert sind hier die entsprechenden Range-Kanten. Also grau markiert ist der Bereich von 10.507 und dem Tageshoch vom Montag bei 10.542. Das heißt, sollten wir jetzt es doch wirklich schaffen, an die Kante zu gehen, schauen, wie gehen wir durch, kommt der Markt zurück, Fehlausbruch traden. Ja. So muss ich das Mauskreuz wieder rausmachen. Okay, ich mache das mal raus. Auf der Unterseite, auch hier darauf achten, fallen wir durch, schauen, wie fällt der Markt durch und dann eher auf die Oberseite gehen. So. Also das, der Ausblick für die Range schließt ein Gap Close mit ein. Das heißt, wenn der Markt hier sein Gap schließt, gehen wir runter vom 60-Minuten-Chart nun in den 5-Minuten-Chart. So. Gut, im 5-Minuten-Chart eingezeichnet. Ich mache es mal ein bisschen größer. So, 5-Minuten-Chart sehen wir hier ganz gut, dass der Markt einen Range-Bereich ausgebildet hat oder einen candle-technischen Unterstützungsbereich gestern. 10.380, ich habe es ja auch nochmal geschrieben. 10.380, 10.350 finde ich, ist heute ein ganz interessanter candle-technischer Unterstützungsbereich. Sieht man auch am Montag, also das zieht sich durch, also ich zeichne mal ein, die 10.380 bis 10.350 hier, so in diesem Preisbereich. Da ist der Markt relativ stark rumgependelt und dann hier als Rücksetzer und weg dafür. Also für mich heute zur Eröffnung. Schauen, wie kommen wir rein? Gehen wir nach der Öffnung direkt runter, so ein bisschen dieses Gap zu schließen. Den Schlusskurs im FDAX ist das Gap relativ klein noch, also eigentlich fast geschlossen. Gehen wir dort rein, dann auch schauen auf der Unterseite dieser blaue Strich bei 10.000, habe ich gar nicht reingeschrieben. Doch, XDAX Close bei 10.386 ist dieser braune Strich. Das heißt, dort schauen, wenn wir dort reinlaufen, wie kommt der Markt in den Preisbereich denn von 10.380 zurück wieder nach oben im Sinne der Range, so wie gestern Abend auch. Falls wir wirklich durchstechen Richtung 10.350, dann dort genau das Szenario darauf achten, was ich im Stundenchart gerade gezeigt hatte. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, wir pendeln einfach weiter rum und versuchen oder bilden innerhalb der Range einen kleinen Aufwärtstrend. Ja, versuchen den Point of Control von gestern wieder zu holen Richtung 10.472 und damit wären wir wieder am Wochentief, was bei 10.475 liegt. Ja. Das wäre noch eine weitere Möglichkeit. Sollten wir das noch schaffen, dann haben wir die Value Area, also der Haupthandelsbereich der gestrigen Handelsspanne liegt bei 10.489. Also heißt auf der Oberseite das auch als Widerstandsmarke immer zu sehen und dann eher, wie gesagt, hauptsächlich gehe ich heute von Range aus. Also das heißt tendenziell vielleicht kleinere Abwärtstrends zwischendrin möglich, aber im Großen und Ganzen Range. Das heißt, dass wir heute eher ein Chartbild sehen, was eventuell ist, also was eher so aussieht. Das heißt, man sollte sich einfach gewisse Punkte markieren, also gewisse Bereiche herausarbeiten, zum Beispiel hier unten die 350 bis 80 auf der Oberseite. Und dann halt wirklich schauen, wenn der Markt dorthin läuft, wie läuft er dorthin? Und hier kann es sicherlich sein, dass wir einen kleinen 5-Minuten-Trend bekommen, aber vielleicht auf 60-Minuten-Basis dann die Rücksetzer bekommen und dann halt wieder nach oben gehen oder dann wieder nach unten gehen. Ja, also da mal drauf achten, wie der Markt sich verhält und lieber bis zu einer Unterstützung hinhandeln, schauen, wenn der Markt nicht durchgeht, dann die Position schließen und nicht auf den großen Move setzen. Sollten wir einfach konsequent durchfallen, geringe Rücksetzer sehen, dann so ein bisschen Trend,
möglich, wobei ich aktuell bis jetzt nicht davon ausgehe. Wir wissen sicherlich alle nicht, wie die Daten heute Nachmittag rauskommen vom Rohöl, denn die sind können schon das Zünglein an der Waage sein, dass der Markt auch die Range verlässt, die ich jetzt aktuell bevorzuge. Wie gesagt, mein Ausblick ist immer nur, heißt, dass wir immer wieder Szenarien aktivieren, und wir sehen das auch sehr gut an dem Montagsausblick. Wie gesagt, verschiedene Szenarien, die sich dann sozusagen so ein bisschen etwas später an die Klinke in die Hand geben. Das heißt, also erst lief dieses Szenario 2 mit dem Auskotzen, dann wieder zurück. Szenario 3, dass wir weiter feine Tiefs sehen, kam nicht. Szenario 1, dass der Markt in Richtung Gap Close läuft, kam dann halt erst später. Das heißt, hier oberhalb dieser 10.428 sind wir denn so langsam auf dieses Szenario 1 geswitcht von der Zeit. Aber das kann ich nun, also mehr kann ich voraussagen oder voraussehen, kann ich sowas auch nicht, wann das passiert. Ich weiß nur, wenn der Punkt aktiviert wird und wir diese Struktur haben, dass wir hier eine Tendenz haben, dann kann ich sagen, gut, jetzt versuchen wir nochmal in Richtung Gap Close zu gehen. Gut, dass in Amis dann das Ganze noch durch die Fed-Gouverneurin Baynard noch alles befeuert wurde, das kann man ja auch nicht wissen. Ja. Gut, also das soweit zu dem Thema für heute. Also ich gehe heute vorwiegend aus, die Amis sagen dazu Shoppy-Markt, also wir eher einen Range-Markt, vorwiegendes Handelsspanne, so wie auch gestern Abend um 10.400 rum. Warum 10.400? Die Optionsseite ist bei 10.400 aktiv so ein bisschen, das heißt, die Optionsseite handelt gerade wie folgt. Unterhalb der 10.400 ist die Optionsseite netto short. Das heißt, unterhalb der 10.400 sind die Puts werthaltig. Wir haben Put-Überhänge. Und diese Puts können dann gekauft werden, um Gewinne zu machen. Oberhalb der 10.400 wird man sich dann wiederum hedgen. Das heißt, dort entsprechend Longs aufbauen. Das führt dazu, dass der Markt auch durch das Tief fällt. Man hat Gewinne in Puts und kauft dann Future Longs, was dazu führt, dass der Markt immer an einen gewissen Bereich abprallt. Also hier dieser Preisbereich 10.380 ist dann der Preisbereich, den die Optionsseite dort handelt. Ja, Markt fällt durch, Optionen sind im Gewinn, werden geclosed gehedged durch Future Longs und hier entsprechend gekauft, und das zieht den Markt immer wieder Richtung 10.400. Also von daher davon ausgehen, dass wir hier unten eher antizyklisches Trading bevorzugen sollten. Fallen wir durch das Tagestief von gestern, dann drauf schauen, wie sich der Markt wirklich verhält, ob wir den sowas sehen wie auch gestern, starker Durchstich auf der Unterseite und dieser starke Konto auf der Oberseite. Bei einer entsprechenden Trendstruktur sollte man durchaus in Richtung Tagestief und damit auch Wochentief vom Montag gehen. Ja, aber wie gesagt, ist nicht mein bevorzugtes Szenario bei dem ganzen Thema. Ja. Gut, damit wir das Ganze im Kontext auch sehen mit dem Öl, werde ich gleich mal direkt aufs Öl gehen. Also wir sehen hier im Öl eine interessante Situation. Im Tageschart, wir haben jetzt hier das Brent im Tageschart und sehen jetzt hier, dass wir gestern bis ans Tagestief auch vom Montag gefallen sind. Also der Ölchart sieht fast ähnlich aus die letzten 2-3 Tage wie der DAX-Chart. Und auch hier sollte heute die Lagerbestände, also sollten wir im Öl im Brent zum Beispiel durch die 46,65 fallen oder 46,74 fallen, dann auch hier die Möglichkeit, dass wir entsprechend in den DAX und auch in den US-Märkten tiefer gehen. Sollte der Preisbereich halten, dann ist das sehr gut zu analysieren im Sinne dessen, dass der DAX auch von der Unterstützungsbereich 10.350, 10.380 nach oben hinweg geht. Also das, da heute das Öl auf alle Fälle mit auf dem Schirm haben und ganz grob schauen, wie sich das Öl verhält und der DAX darauf verhält. Ja. Gut, schauen wir uns jetzt noch als letztes den Dow Jones an, denn der Dow Jones ist für mich auch in einem ganz interessanten Bereich angekommen. Gehen wir dazu auf den Tageschart, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und zwar ist der Dow, so ich nehme mal das hier her, für mich in den, also A, extrem volatil, auch hier das Öl scheinbar gerade der ziemlich starke Einflussgeber auf die Märkte. So. Und wir sehen im Dow Jones diesen
ich mache es noch ein bisschen größer noch, den Ausbruch aus dieser geringen volatilen Range, die wir hier hatten zwischen, ich sag mal ganz grob, 18.300, ja, 18.300 und oben ja, die 18.650 oder so. Das heißt, aus der geringen Handelsspanne haben wir uns mit einem sehr starken Knall auf der Unterseite befreit. Jetzt haben wir den Rücksetzer gesehen, so, den Rücksetzer gesehen, einen massiven Rücksetzer, der wieder gefolgt von einem massiven Abverkauf von der Ölseite wieder kam. Und hier geht es jetzt darum, kann dieser Preisbereich um 18.000 ganz grob, also ganz grob 18.000 halten? Falls ja, wäre ja oder sollte der Markt hier die Chance wieder bekommen, in diesen alten Range-Bereich wieder reinzuhandeln. Solange aber der Dow für mich unterhalb der 18.240er Marke bis 18.330er Marke handelt, also dieser Preisbereich hier, sehe ich das eher als Pullback, und wenn es halt doof kommt, ja, ist nicht Oktober Crash-Monat, dass es dann halt im Oktober doch nochmal weiter runter geht. Spielraum haben wir, die bullische Lage trübt sich ein. Sie kann eigentlich nur noch aufgefangen werden, also das Bullische, wenn wirklich aus dieser starken Korrektur heraus der Markt diese typischen V-Reversals macht. Das heißt, starker Abverkauf gefolgt von starkem Kauf sehen wir in den USA immer mal wieder gerne, wenn man hier auch sich mal die Charts ein bisschen länger betrachtet. Ja, ist der Dow schon auch oft geneigt, so eine V-Reverse zu machen, also hier auch ein starker Einbruch. Er nimmt die gesamten Tiefs raus, denn starke Rallye auf der Oberseite. Auch hier das Gleiche, es hat dann etwas länger gedauert, extrem starker Einbruch, Anfang im Jahr 2015, auch August, ja, August 2015, und dann wieder auch mit etwas längerer Verzug, aber dann trotzdem auch wieder das ganze Thema nach oben hin aufgelöst. Warum geht das eigentlich hier nicht höher? Skala fest. Oh, 19.000. So. So. Und auch hier starke Einbrüche auf der Unterseite, gefolgt mit dem Doppeltief und dann auch ab dafür auf der Oberseite. So, und das ist schon so ein typisches Verhalten vom Dow Jones. Und von daher bin ich durchaus, sage ich zwar, dass nach oben hin er die Widerstände knacken muss, kann er diese Widerstände knacken, dann darf er auch aus so einer Konstellation her auch durchaus auf neue Allzeithochs gehen. Also das sehe ich auch so. Ja. Also wird auf alle Fälle spannend werden, ob man hier nochmal die Attacke auf der Oberseite aufnehmen. Ich denke, das Zünglein an der Waage für heute ist erstmal der Ölpreis. Und bei der großen Volatilität, die wir jetzt gesehen haben, die letzten zwei Tage, ist es schwer, eine gute Analyse zu machen, weil der Markt einfach sehr viel Potenzial hat, innerhalb dieser Handelsspanne irgendein Bild auszubilden, also im 5-Minuten-Chart. Ja, dafür haben wir einfach eine zu große Handelsspanne, und da ist es halt immer schwer zu sagen, der Markt macht jetzt dieses oder jenes, denn wir haben hier Handelsspannen von um die 200 Punkte, und da ist es natürlich nicht ganz so einfach, eine ganz gute Prognose. Also man muss da sehr viel Spielraum lassen, und ein Bild kann sich in dieser großen Spanne halt immer positiv oder negativ dann entwickeln. Ja. Gut, ja, dann gibt es sicherlich noch ein, zwei Fragen. Ich werde mal kurz auf die Fragen eingehen. Ich habe sie mir heute mal aufgemacht. Also Thema Dow Jones habe ich ja durchaus beantwortet. Denn eine Frage, woher hast du die Information mit dem Put-Überhängen? Also man kann sich das auf der Eurex-Seite direkt ziehen oder man hat eine entsprechende Internetseite, die stockstreet.de-Seite. Ich kopiere sie auch. Da haben wir es wieder. Ich gehe davon aus, dass Heiko mich vermutlich nicht mehr hören wird. Aber Heiko, in der Hoffnung, dass es doch klappt, der Ton ist wieder weg. Bei uns. Wir hören dich nicht. Ich hoffe, das geht noch in die andere Richtung. Also ich höre dich ja. Okay, gut. Jetzt wieder. Schieben wir alles auf die Tricks. Was anderes bleibt uns einfach nicht übrig.
Ja, also ich mache nochmal ganz langsam. Jetzt steht es bei mir auch wieder da. Audioverbindung gerade unterbrochen und wiederhergestellt. Jetzt müsste wieder super sein. Also zumindest mein Signal ist wieder super da. Also wie gesagt, auf der Optionsseite, ich mache hier gar nichts. Ich habe die Maus immer außerhalb auf meinem anderen Desk. Dort sehen wir bei 10.400, der rote Balken ist etwas länger. Das heißt, wir haben dort Netto-Put-Überhänge. Gut. Hallo Heiko, inwieweit beeinflusst der Daily Pivot DAX den Markt? Also die Daily Pivots, ihr könnt sie einzeichnen. Heute in der Range ist der Daily Pivot durchaus zu beachten, denn wir haben ja heute eine gute Trading Range und da kann es durchaus sein, dass man auf Pivotpunkte achte. Ich selber achte auf die Pivotpunkte nicht, aber durchaus möglich, dass ihr das entsprechend heute mit hernehmt. Ja? Also auf alle Fälle ganz gut. Zum Abschluss nochmal zusammengefasst mein Szenario. Wo ist es hier? Für alle nochmal zum Kopieren. Und ja, denn an der Stelle hoffe ich jetzt mit ordentlichem Ton, wollte ich die Gunst der Minute nutzen und würde mich jetzt an der Stelle schon mal verabschieden. Ich wünsche euch auf alle Fälle viele, viele Punkte. Ich bin gespannt, wie mein Trading-Tag heute läuft. Vielleicht schaffe ich ja heute Tag 36 in Folge im Gewinn. Wäre natürlich ein schönes Ziel für mich zumindest. Ja, Heiko, auf jeden Fall wünschen wir dir das und wir hoffen, dass du dann am Freitag davon berichten kannst. Selbstverständlich dann den heutigen und dann den morgigen Tag. Ja. So, an der Ach, Stelle. stopp, stopp, Roman, Stopp! stopp, Ah, Roman. stopp! Ja. Ich bin doch heute um 10 schon wieder da. Heute Das ist doch heißt, Mittwoch. ja gut, darauf wollte ich noch hinaus, aber heißt es denn, dass der Tag schon gelaufen ist oder wie? Wir Na hoffen. doch, schon. Wir gehen aber davon aus, Heiko, dass ungeachtet des Punkt 10 Webinars du trotzdem heute einen positiven Abschluss dann unterm Strich hast. So, selbstverständlich, sehr geehrte Damen und Herren, heute geht es weiter mit Heiko um Punkt 10. Das ist eine andere Webinarreihe und wenn Sie dafür noch nicht angemeldet sind, dann bitte anmelden. Anmeldelink ist jetzt auf Ihrer Webseite, Entschuldigung, nicht Ihrer Webseite, sondern auf Ihren Bildschirmen. Diese Webinarreihe. Guten Morgen DAX Index wird am Freitag fortgesetzt, 8:30 Uhr, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. So macht Heiko um 10 Uhr auch Live-Trades. Heiko, ganz kurz, was wirst du uns um 10 Uhr zeigen? Also die Sache ist ja die, das Webinar geht ja nur 20 Minuten und das ist natürlich ganz schwer, dass innerhalb dieser 20 Minuten auch ein Setup läuft. Aber falls eins läuft, würde ich es durchaus mal auch machen. Ansonsten ist es immer so, dass ich jetzt mich hinsetze und schaue, dass ich jetzt hier bei Admiral Markets vielleicht ein, zwei Trades durchkriege und die dann präsentieren kann. Ja. Alles klar. Wir Also sind das heißt, genau, ganz kurz, ja. wir werden sehen, was mein Ausblick wert war und was ich daraus gemacht habe. Das ist ganz gut zu sehen. Ja. Alles klar. Dann machen wir Jo. so. Und also, sehr geehrte Damen und Herren, um 10 Uhr erwarten wir Sie hier bei uns wieder bei Admiral Markets. Nun, wir freuen uns auch mitzuteilen, dass die Spreads bereits korrigiert sind. Ich habe mit Absicht den noch nicht drin. Sie sehen einen Punkt beim DAX. Nein, sehr geehrte Damen und Herren, der typische Spread liegt jetzt bei 0,8. Das nur so Sahnehäubchen auf die Torte. Im Übrigen, falls Sie Fragen haben, können Sie uns kontaktieren und wenn Sie unsere Moderatoren kontaktieren wollen, dann schreiben Sie uns auch eine E-Mail. Wir leiten diese E-Mail auf jeden Fall weiter. Schreiben Sie also an info@admiralmarkets.de. Moderatoren, Heiko und auch die anderen freuen sich sicherlich auf Ihre Feedbacks. Im Namen von Admiral Markets, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die heutige Session wurde aufgezeichnet. Und erscheint im Laufe des Tages auf unserem YouTube-Kanal. Also bis 10 Uhr. Heiko.